Hallo. In den nächsten Minuten werdet ihr sehen, wie man Schildkröten mit Hilfe einer Wassermelone fängt, alte Graffitis sekundenschnell von der Wand entfernt, Löcher in die Decke bohrt, ohne eine Leiter zu benutzen und Krabben in einem Mangrovenwald aus dem Boden buddelt. Seid ihr bereit? Dann lasst uns loslegen. Gleich vorweg, ja, das sind Piranhas. Und ja, sie werden gewerblich gefangen, da ihr Fleisch, wie man sagt, unglaublich toll schmeckt. Dazu werden in der Regel große Fleischstücke unterschiedlicher Tierarten benutzt, in denen sich die Fische festbeißen. Man braucht dafür also weder Angel noch Netz. Ihr werdet nie raten, was gleich passiert. Die Fische sehen doch wie Lebewesen aus einem Animationsfilm aus, doch sie sind weder gefotoshoppt noch animiert. Es sind echte Aquariumfische, die von einer taiwanesischen Firma gezüchtet werden. Sie leuchten, weil sie genetisch modifiziert sind. Ins Genom dieser Karpfen wurden die Gene einer fluoreszierenden Quallenart eingepflanzt, wodurch sie auch im Dunkeln ein schwaches Licht abgeben können. Das Lustige ist, dass dieses Verfahren ursprünglich angewendet wurde, um die inneren Organe der Fische besser zu erforschen, und später ist daraus ein großes Geschäft geworden. Der Macher dieses Clips behauptet, den größten Bienenstock der Welt gebaut und dafür einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde erhalten zu haben. Auch wenn es höchstwahrscheinlich größere Bienenstöcke als diesen hier gibt, sieht er ziemlich originell aus. Nein, ihr habt richtig gesehen, die Waben sind in ihrer Form tatsächlich arabischen Zahlen und chinesischen Schriftzeichen nachempfunden. Was ist das denn? Ein Frosch? Ein prähistorischer Drache? Ein Seewaran? Keine der Antworten stimmt. Das ist ein Fisch. Ja, ja, die Art nennt sich Skorpionfisch. Das Tier schwimmt aber nur ungern. Stattdessen läuft es über den Meeresboden auf seinen Flossen. Und sein außergewöhnliches Äußeres dient ihm dazu, natürlichen Feinden zu entgehen, indem er mit seiner Umgebung verschmilzt. Was haben dieses schneebedeckte Tal in China und Beauty-Videos gemeinsam? Na, das hier, eine Schminkpalette, die auf diesen Bildern zu sehen ist. Das Video ist echt und es gibt eine durchaus logische wissenschaftliche Erklärung dafür. Es sind künstlich angelegte Seen, aus denen Kalisalz gewonnen wird. Solche lustigen Schminkpaletten gibt es nicht nur in China, sondern auch in anderen Ländern. Der Grund dafür, dass die Seen unterschiedlich gefärbt sind, liegt darin, dass ihr Salzgehalt und die Geschwindigkeit, mit der das in ihnen enthaltene Salz kristallisiert, unterschiedlich sind. Je nach diesen Faktoren wird die Farbe des Wassers von den darin lebenden Mikroorganismen verändert. Und so entstehen alle Regenbogentöne, von Rot bis Grün. Wusstet ihr schon, dass es ein Ding wie einen Moortraktor gibt? Ja, ja, so eine Maschine ist sogar in einer Szene in einem alten James-Bond-Film zu sehen, die vor einer Sumpflandschaft spielt. Eigentlich wurde der Moortraktor bereits in den 1940er Jahren von einem Ingenieur aus Naples, Florida entwickelt. Das Fahrzeug kann nicht nur auf einem festen und sumpfigen Boden, sondern auch auf dem Wasser fahren, was die Einwohner von Naples 1949 auf die Idee brachte, in ihrer Heimatstadt ein Moortraktorrennen ins Leben zu rufen. Die Veranstaltung findet seitdem jährlich statt und sieht ausgesprochen episch aus. Wer sagt denn, dass man ein halbes Leben lang an einer Kunsthochschule studieren muss, um Maler zu werden? Das muss nicht sein und manchmal entstehen Meisterwerke durch puren Zufall. Es ist ganz einfach. Man mischt mehrere Acrylfarben miteinander, lässt sie über die Leinwand fließen und das war's schon. Ein abstraktes Gemälde ist fertig. Diese Stilrichtung heißt Fluid Art und gewinnt heutzutage immer mehr an Popularität. Gebt zu, dass ihr diese Technik gerne ausprobieren würdet. Über die fast schon memehaften Hunde von Boston Dynamics staunt heute niemand mehr. Das ist Cassie und sie wurde von Ingenieuren von der Oregon State University gebaut. Vor kurzem hat sie als erster zweibeiniger Roboter eine Strecke von 5 Kilometern mit einer einzigen Akkuladung zurückgelegt und das in nur 32 Minuten. Allerdings hat es ganze 6 Minuten gedauert, Cassie wieder zum Laufen zu bringen, nachdem sie beim Abbiegen gestürzt war. Für einen Marathonläufer dürfte es kaum beeindruckend klingen, aber für jemanden, der gerade erst laufen lernt, ist es keine schlechte Leistung. Keine Sorge, der Mann auf diesem Video begeht keinen Akt des Vandalismus, sondern hilft der Natur. Wisst ihr, was er da tut? Er zerstört ein riesiges Nest asiatischer Hornissen, die Honigbienen in der Umgebung ausrotten und damit für immensen landwirtschaftlichen Schaden sorgen. Das Erstaunliche ist, dass er dabei gar keinen Schutz trägt. Dabei sind die Stiche der asiatischen Hornisse ziemlich schmerzhaft und können beim Menschen sogar einen anaphylaktischen Schock verursachen. Vermutlich besitzt der Kerl irgendwelche Superkräfte. Before,
Ja, ihr habt richtig gesehen. Es war tatsächlich eine Haiflosse. Dabei ist das hier ein winziger Golfplatzsee und kein Atlantischer Ozean. Er befindet sich im Carbrook Golf Club, in einem Vorort der australischen Stadt Brisbane. Hier gibt es aber nicht nur einen Hai, sondern ein ganzes Dutzend davon. Es handelt sich um sogenannte Bullenhaie, die zu den aggressivsten Haiarten der Welt zählen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was sie dort zu suchen haben. Selbstverständlich wurden sie nicht vom Golfclubbetreiber in den See gesetzt. Die Haie sind vor langer Zeit während eines Hochwassers hier gelandet, doch niemand hat es damals gewagt, sie zurück ins Meer zu bringen. Und wie ihr euch denken könnt, werden seitdem keine Bälle aus diesem See geholt. Was soll das denn? Kommen alle kleinen Krabben etwa so zur Welt? Nun, das sieht zwar danach aus, aber in Wirklichkeit zeigt dieser Clip keinen Schlüpfprozess. So groß wie das Tier ist, kann es unmöglich ein Neugeborenes sein. Wahrscheinlich drang die Krabbe ins Ei ein, das vermutlich einer Schnecke gehört, um seinen Hunger zu stillen, aber saß darin fest. Und der Macher dieses Videos war gerade in der Nähe. Umweltaktivisten empören sich stets darüber, dass Wälder abgeholzt werden, um Platz für Neubauten zu schaffen. Und in China beschloss man, Hochhäuser in Form von Bäumen zu errichten. Wie findet ihr diese Idee? Es handelt sich aber nicht um Wohnhäuser, sondern um eine Hotelanlage. Sie umfasst 6000 Gästezimmer der Premium-Klasse. Allerdings stehen die meisten davon leer. Das liegt an den ziemlich hohen Preisen sowie daran, dass die Stadt Sanya sich nicht so vieler Besucher erfreut, um alle zum Hotel gehörigen Gebäude zu füllen. Aus diesem Grund munkeln die Einheimischen, dass der Betondschungel früher oder später abgerissen wird. Hat sich Edvard Munch etwa von Fangschrecken inspirieren lassen, als er am Gemälde Der Schrei gearbeitet hat? Wenn man diese Bilder sieht, scheint die Vermutung gar nicht so verrückt zu sein. Es ist eine Kampfstellung, die diese Insekten einnehmen, wenn sie einem Gegner gegenüberstehen. Echte Rocker trinken keinen Wein, weil sie auf Whisky stehen. Aber dieser Aufsatz verleiht jeder Flasche eine brutale Optik und sorgt gleichzeitig dafür, dass das darin enthaltene Getränk, ähnlich wie in einer Karaffe oder einem Diffusor, mit Sauerstoff angereichert wird. Und wusstet ihr, dass wenn man einen Haufen klitzekleine Fische auf einmal ins Aquarium setzt und das Ganze filmt, dabei ein faszinierendes Video herauskommt? Seht selbst! Leider haben diese Fischchen nicht mehr lange zu leben. Dem Macher dieses Clips zufolge werden sie ausschließlich als Futter für größere Fische gezüchtet. Es heißt, Bequemlichkeit sei der Fortschrittsmotor. Das scheint zuzutreffen. Jemand war wohl zu faul, eine Leiter immer wieder umzustellen und sie überhaupt zu besteigen. Und so entstand diese Vorrichtung zum Bohren von Löchern in die Decke. Genial, oder? Mangrovenwälder sind ein Ökosystem, das sich im Gezeitenbereich tropischer Küsten bildet. Da sie die Hälfte des Jahres im Wechsel der Gezeiten dem Meerwasser ausgesetzt sind, werden sie von Meerestieren bevölkert, darunter von unzähligen Krabben. Einheimische wissen natürlich darüber Bescheid und machen sich auf die Krabbenjagd, wenn das Wasser zurückweicht. So sieht es aus. Die Krabben werden unter einer dicken Erdschicht ausgegraben. Und dieses arme Tier hat sein Versteck bestimmt für absolut sicher gehalten. Die Zukunft scheint begonnen zu haben. Schaut euch dieses tolle Gerät aus deutscher Produktion nur an. Mit der Reinigungsmaschine Tornado ACS lassen sich Farbmarkierungen in wenigen Sekunden von allen möglichen Oberflächen entfernen. Und zwar ohne Wasser und irgendwelche Reinigungsmittel. Das macht ein Vakuumstrahlverfahren möglich. Der große Vorteil beim Vakuumstrahlen besteht darin, dass weder Absperrmaßnahmen noch Schutzkleidung notwendig sind und keine Verschmutzung der Umgebung entsteht. Leute, wir haben eine gute Nachricht für euch. Elvis lebt noch, und zwar in Lateinamerika. Ohne Scherz. Guckt euch diese unglaubliche Ähnlichkeit mit dem King of Rock'n'Roll an. Es ist ein Langlappenschirmvogel. Die Art ist übrigens vom Aussterben bedroht. Euch ist sicherlich nicht nur die ausgefallene Frisur, sondern auch das lange schwarze Ding aufgefallen, das vom Hals des Vogels herabhängt. Damit locken Männchen Weibchen während der Balzzeit an. Und nur sie haben so eine prächtige Frisur. Warum zieht dieser Kerl eine Wassermelone aus dem Wasser und wieso sieht diese so komisch aus? Ihr werdet es nicht glauben. Es handelt sich dabei um eine ausgefallene Korbreuse, die er aus einer Wassermelone und jeder Menge Zahnstochern gebastelt hat. Sie hat einen Eingang, durch den die einmal hineingelangten Wassertiere nicht wieder zurückfinden, weil die nach innen gerichteten spitzen Stäbchen sie daran hindern. Auf den ersten Blick scheint es ein unspektakulärer PKW zu sein, dessen Fahreigenschaften zu wünschen übrig lassen. In Wirklichkeit aber handelt es sich um ein cooles Auto, von dem sogar ein Bruce Willis nur träumen könnte. Denn das Fahrzeug ist mit einem Feuerwerfer ausgestattet. Gebaut wurde es von einem Hobbytüftler aus einer kleinen russischen Stadt. Keine Ahnung, wieso der Kerl noch nicht in Hollywood arbeitet.
Gebt zu, dass diese Ampel bei euch eine Panikattacke ausgelöst hat. Ihr fragt euch bestimmt, wie man hier überhaupt über die Straße gehen kann. Der Clou aber ist, dass es sich dabei um gar keine Ampel handelt, sondern um eine stadtbekannte Skulptur in London. Sie wurde aus mehreren Ampeln vom gleichen Typ gebaut und erinnert irgendwie an eine Platane, eine Baumart, die in der Region verbreitet ist. Und ja, sie wird von manchen Fußgängern für echt gehalten. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.